Okay, warte mal, was soll ich denn jetzt machen? Ich soll die auf. Oh Gott, oh no. Ich will. Ohne Witz, der Erzieher im Halbtags wäre im Homeoffice. Wäre doch schon funny, oder? Netflix glüht. Was seid ihr denn? Ach, ihr seid scheiß Mücken. Ist ja eklig. Dennis, wie weit bist du eigentlich in Lies of P? Wie sieht's aus? Ja, die Grafik in Elden Ring. Wie meinst du? Fallout? Ja, müsste wohl mal weiter. Also du bist noch nicht bei dem Boss dran vorbei. So hört sich das gerade für mich an. Ja. Nee, ah ja, okay. Ich werde leider keine Zeit mehr haben, unter der Woche Lies of P zu spielen. Deswegen habe ich das jetzt völlig aufs Wochenende über reingeplant. Dass ich das erstmal nur noch am Wochenende spiele. Kann ich denn? Warte mal, ich komme. Ich habe das Geld. Inflation kickt gerade noch nicht so rein. Hier zum Glück noch nicht. Dann können wir uns mal ein paar Schnellreisen gönnen. Gut. Nee, sonst nee. Ich bin jetzt auf jeden Fall beim nächsten Boss und bin schon sehr gespannt, wie ich den morgen oder Samstag klatschen will. Ich habe noch keine Ahnung. Bezüglich dem Boss vom von Dings gerade. Ich habe den nicht geglitscht, aber ich habe ganz viel mit den Granaten geworfen, die man zur Verfügung gehabt. Vor allem vorher, wie es auch im Video war, war eine super geile Idee. Auf einmal war es richtig einfach. Ich glaube, ich verwende jetzt bei jedem Boss weitere Granaten. Also Blitz, Feuer und was es dann nicht alles gibt. Was soll ich denn hier töten? Ich habe mich drauf ge... Warte mal, was? Eine Myrrhelorg. Nein, das sind diese komischen Tentakel-Dinger, ne? Shit. Was zum Fick war das denn? Und ein Wurm oder so, keine Ahnung. Wo haben wir einer dieser Lurks? Ah, ach, die Krabben. Ich hasse sie. Jo, was wreckst du so? Oh, wait. Da sind Scharfschützen. Nein, darf ich. Hallo. Danke. Ich hab ihn getötet, ich bin weg, tschüss. Dort, wo du bist, Ivo, ein Riesenvieh rum. Ernsthaft? Meinst du, wie das. Ist das ein Glühwürmchen? Was ist das? Das ist eine kleine Mücke. Weg damit. Ah, so eine Art kleiner Boss, meinst du? Meinst du, wie das, was ich gerade da im Wasser gefunden habe? Ist ja entspannt, Noxy. Habe ich ja schon richtig Lust zu begegnen. Ich will immer noch ganz groß. Ja. Ich weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, dass der Noxy hier wieder lügt. Ich weiß nicht warum. Also. Ja. Hilfsmittel haben wir noch. Wir haben da noch Stims, ne? Wir haben noch. Ja, guck mal. Wir haben noch ein paar. Ein Träumchen. Oh, wir sind ja eh. Nee, stimmt wirklich. Okay, dann hast du eine Quelle? Du kannst deinen Mond doch keine Lügen unterstellen. Mod. Natürlich kann ich das. Natürlich kann ich das. Eben. Ich glaube, das Vieh ist im Wasser dort. Da lag ein riesiges Skelett, ja, aber das war tot. Da wäre ein Boykott. Okay, ich gehe offline. Tschüss. Ich mach's einfach wie. Oh Gott, wie heißt's?
Annie the Duck, die einfach in ihrem Statement, nee, wo sie das letzte Mal gestreamt hat und dann kam einfach einer an und irgendein Scheiß erzählt, nee, Scheiß nicht, ein Argument gebracht hat und sie ging einfach offline. Ja, ne, Leute, ich bin mal weg. Tüdelü, ciao, ciao. Gott. Wo haben wir denn hier noch was? Hallo, was soll ich denn hier töten? Was gibt's hier Schönes? Was ist denn ein... Achso, nee. Was ist ein Fallout 76? Ein Mischling. Na dann bekommen Maxi und ich wieder eine Woche kein Brot im Modkeller. War wohl ein wichtiger Termin. Ja. Ja. Das hier Ende des Spiels, wenn ich hier rausgehe? Was passiert eigentlich, wenn ich die Grenze? Ach nee, wir hatten das ja schon mal, Noxy. Stimmt. Es ist einfach eine unsichtbare Barriere. Da kommt ja nichts. Ah, shit. Dann lieber nicht. Ich habe nie was gesagt. Alter, wo finde ich denn hier so ein Mischling? Send help. Send Nudes, I guess. Wo haben wir denn hier Mischling? Mischling, 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 Mischling. Ach so, die geht sogar nur. Ach so, wir haben ja noch 24 Stunden Zeit. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Wir haben eine Mischling gefunden. Ich muss nachladen. Wir geben 62 Erfahrung. Mega. So, die Aufgabe wäre doch erledigt. Ja, sehr schön. Ist unterwegs, aber nicht im Chat. Okay, ich habe den Chat nicht gelesen. So, was wollen wir jetzt noch machen? Wir haben noch eine andere Quest. Wo ist die? Die Biom komplett durch Lava. Optional fange. Ach so, nee, das ist die eine Quest, die da. Und der läuft halt wirklich, oder? Wo ist der? Der war doch zuletzt hier. Ajo. Okay, da ist die Zuflucht. 33 Kronkorken. Grabby habe ich das glaube ich schon mal gefragt. Noxy glaube auch. Dennis, gibt es irgendein Spiel, worauf du dich freust, was vielleicht dieses Jahr noch rauskommt? Oder irgendein neues Franchise? Oder was auch immer. Wie komme ich jetzt dem... Ja, welches denn? Ich kann so den Berg hochlaufen, ne? Mega. Außer das... Nee. Ja, okay. Das wäre denn. Alter, 5. So. Kann ich denen denn hier entgegenlaufen? Ich muss weiter so in die Richtung laufen. Laufen wir mal hoch, mal gucken, ob wir da irgendwas finden. Warte mal, es kommt. Kam nicht erst vor ein oder zwei Jahren Breath of the Wild? Kam das nicht erst vor ein oder zwei Jahren? Und jetzt schon wieder ein neues Zelda-Teil? Okay, interessant. Ich meine, ich habe ja auch noch meine Switch liegen. Aber ich habe actually kein gutes Spiel für die Switch. Was habe ich für die Switch? Warte. Ey, ich muss nachgucken. Ich habe glaube nur 4 Spiele oder so. Ich habe kein Geld für Switch, die sind so teuer. Ich habe hier irgendeinen Rotz mit Willow Vale. Das ist irgendein Farmer-Spiel. Dann habe ich hier noch... Ach nee, hier habe ich sogar Zelda. Das habe ich noch nie durchgespielt. Das kann man gar nicht lesen, ne? Kann man das lesen? Echo of the Wisdom. Ah, nice. Ich habe hier noch den ersten Teil. Ich habe Breath of the Wild. Ich habe das Spiel noch nicht mal durchgespielt. Breath of the Wild, stimmt. Den anderen Teil habe ich, das war nicht Breath of the Wild, das war der andere neue Teil. Oder warte mal, kommt der erst raus?
Dann habe ich noch Mario Odyssey. Das war ein mega cooles Spiel. Ja, jetzt gehe ich meine Switch-Spiele durch hier. Und Animal Crossing. Ich habe noch 4 Spiele. Es ist. Ich hätte gern noch eins. Aber ist egal. Keine Zeit für den Chat. Muss für YouTube aufnehmen. Aber dann kommt die Switch. Das. Natürlich, man braucht ja noch ein bisschen nebenbei Content. Was? Nein, kann man nicht. Aber vom Aussehen müsste das. Ja, Breath of the Wild. BOTW. Alter, will der mich verarschen? Wieso ist der so schnell? Okay, ich bleib auch die ganze Zeit stehen und ja, nee, ist okay. Jetzt darf ich doch noch hinterher rennen. Es ist unglaublich. Ja, aber Breath of the Wild dürfte ich, oder müsste ich auch noch durchspielen. Habe ich auch noch nicht geschafft. Ja, das wollte ich auch noch anfangen, aber ich habe ja nicht mal das durchzuspielen. Das nächste Spiel, was ich mir eigentlich mit die Switch holen wollte, war Luigi's Mansion. Das wollte ich ganz gerne mal spielen. Weil Mario Odyssey, wie gesagt, war Mario. Ich mag Mario. Also vor allem die Switch-Spiele. Aber TOTK einfach viel zu groß. Ui, das kann ich nicht einschätzen. Breath of the Wild war tatsächlich mein allererstes Zelda-Spiel von dem gesamten Franchise. Und dann sehe ich bei PietSmiet so ihr Speedrun. Ja, das ist alt. Lass mal Tabaka-Training machen. Mann, Dennis, bist du eigentlich schon 30? Nee, du bist aber 2 Jahre älter als ich, ne? War das nicht irgendwie so? 28, 29? Oder waren das sogar 3 Jahre? Ich weiß das gar nicht mehr. Du wirst zwei. Jo, Noxy hat noch nie sein Alter verraten. Noxy wird einfach 32. Noxy ist ein alter Sack hier. What the fuck? Kusche da drüben. Ich habe keine Zeit für euch. Ich muss so diesen Dings da hinten. Wie tun das nicht so? Okay. Zelda-Spiele einfach liebe. Habe noch total viele für die GameCube. Ui, Wind Waker. Warte mal. Achso, jetzt habe ich mein Ziel. Fuck! Da oben. Jetzt bin ich an dem vorbeigelaufen. Was? Verschwinde. Hallo. Verschwinde, du Pisser. Was ist denn falsch bei dir? Stärke. Hast du mal daran gedacht, in Foundation für Chaos zu sorgen? Klar, jeden verdammten Tag. Verdammt. Oh. Du könntest dich doch bestimmt allein um das Arsch kümmern. Ja, für dich. Ich habe noch anderen Scheiß. Er geht für den Content. Ich hab dir nichts zu sagen. Das ist ein Joke. Kann ich dich auch. Was passiert, wenn ich. Ich habe mich gerade voll bei den Siedlern unbeliebt gemacht. Scheiße. Und ja, ich bin 28, zumindest auf Vampir. Der Körper ist 80 und der Kopf ist. Fühle ich. Fühle ich. Aus den Augen. Fühle ich. Digga, ich will nicht die ganze Zeit hier irgendwelche Nebenquests machen. Ja, das fühle ich halt einfach hart. So. Alter, wo ist denn die Zeit? Ich bin schon wieder 2 Stunden live. Was guckst du so? Alter. Halt die Gusche. Nerv mich nicht, stirb. Und gib mir dein Zeug, danke. Cool. Ich habe jetzt gerade versehentlich einen NPC umgebracht. Entschuldigung. Er hatte gerade leichte Aggressionsprobleme. Es tut mir... Was willst du denn? Ich spüre es. Da ist was in der Nähe. Jo, das wird einfach grün. Es ist einfach legendary. Gar nicht. Jetzt. Ja, ist das nicht immer so? Ich habe auch gerade. Kannst du sterben? Kannst du sterben? Danke. Oh Gott. Danke.
Okay, was hast du gedroppt? Ein Geschenk? Ein... Potenzielle Bedrohung ausgeschaltet. Erteile was? Kampfempfehlung. Was für eine Kampfempfehlung? Jetzt, wo wir über Zelda gesprochen haben, habe ich Bega-Faktor. Ja. Fühle ich. Ich will gerade nicht sagen, dass ich gerade einen NPC getötet habe und somit, nee, wie ist noch nicht vermasselt. Okay. Finde Amy's Terminal-Passwort. Okay, gehen wir mal dahin. Ich habe heute keinen Bock mehr auf diese Jäger-Quest, die nervt. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit hinterher zu laufen. Können wir mal bitte festhalten, wie schnell die Zeit vergeht? Finde ich echt schade. Wir sind schon wieder 2 Stunden rum. Wie im Fluge vergangen. War das die Brücke mit dem Dings darunter? Nein, das ist nicht die Brücke, ne? Shit, doch. Das ist die Brücke. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Oder wie sagen einem was. Nee, das erst morgen. Ich habe gesagt, dass ich tatsächlich Lies of P, dadurch, dass ich eh immer ausgelaugt bin und voll komplett müde bin, dass ich das erstmal aufs Wochenende verschiebe. Deswegen habe ich ja in der letzten Zeit relativ oft Lies of P gespielt, Miles auch, wegen 2 Stunden online. wegen, genau, da weil ich die Folge einfach brauche. Was ist denn, was ist da hin? Ich habe heute 4 LOP-Bosse gearbeitet? Ich habe heute 4 LOP-Bosse gearbeitet. Ja. Ach du, okay, danke Dennis. Oder Noxy, wer auch immer das gerade noch zugestimmt hat. Ich habe heute 4 LOP-Bosse Boss gearbeitet. Was? Ich verstehe den Text, den Satz nicht, Dennis. Ja, schon klar, Bosse gearbeitet. Ich habe heute 4 LOP-Boss bearbeitet. Ich denke mal, dass der... Ach, das ist ein Atomkraftwerk. Ich denke mal nicht, dass der nächste Boss, den ich jetzt habe, das ist ja der Paranmeister, der wird bei mir keine 2 Stunden dauern. Ich hatte den letzten schon nach dem dritten Versuch fast gelegt. Er war 3 Stunden arbeiten in-game. Ja. Nein, alles gut. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich schon abgelenkt. Ach, das ist die Brücke. Ach, das ist denn. Leute, ich bin todesmüde. Ich bin einfach nur noch schlafen. Lasst mich alle in Ruhe. Kann ich ja auch? Nein. Ganz viel Liebe. Hallo, Amy. Ich konnte es nicht lesen. Shit. Alter, stirb. Danke. Alter. Dass man immer gestunt ist, wenn man gehauen wird danach. Warum halten Ghoul auf einmal so viel aus? Kommt da noch jemand? Glühbirne. Einmal Automat-Nachrichten freigegeben. Nein, was ein Scheiß. Einmal Automat-Nachrichten freigegeben. Ah, was? Kann ich hier durch? Danke. Sehr schön. Stirb. Wo liegt denn jetzt hier mein Loot? Hallo Loot? Bist du? Nein. Hä? Ach da. Junge, warum habe ich so... Bin gleich überfüllt, das ist nicht gut. Achso, die habe ich jetzt hier schon erledigt. Ist ja ein Träumchen. Gut, wir haben noch super viele andere Questen, die werde ich heute nicht mehr machen. Vor allem nicht die Daily Questen. Die werden wir auch das nächste Mal verschieben. Wir müssen noch die Responder Quest erledigen. Wir haben
Distner, wir haben noch Volt 79 zu suchen. Volt 63 ist ja hier unten irgendwo, wahrscheinlich da, wo er gerade ist. Sonst haben wir noch die Blutadler und dahin haben wir noch. Ach, die ist dahin, wenn das versteckt, das Saboteurs. Nein, hör auf. Darf ich da hinreisen? Oh Gott, ich gebe den 47 Sekunden gucken. Ich mach gleich Feierabend. Das hast du gut erkannt, Noxy. Ich muss morgen früh um 5 schon wieder aufstehen. Also. In 8 Stunden. So ungefähr. Niemals. Doch. Tatsächlich, ja. Stell dir mal vor. Wir haben einen chilligen Spot gefunden. Hallo. Macht euch. Sicherlich mache ich durch. Nee. Nicht, wenn ich mit Kindern arbeite, dann da reichen keine 4 Stunden. Ich brauche diese volle Konzentration. Hätte ich Schule, hätte ich nur Schule, wäre es mir sowas von egal. Aber nicht in dem Bereich. Da brauche ich tatsächlich die volle Konzentration. In Feiermast werde ich eine mehrseitige Münze werfen, um zu sehen, welches Zelda ich gleich spielen werde. Ja, mehrseitige Münze gefällt mir. Ja, okay. Aber wie heißt dieser Würfel, der irgendwie 16 Seiten hat? Wie hieß denn der? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's einfach vergessen. So. Ja, wir werden jetzt... Oh Gott, nein. Sicherlich gehe ich da jetzt nicht lang. Nicht zu dieser Krabbe. Ich hasse sie. Dafür brauche ich einen Raketenwerfer, wie beim letzten Mal, Noxy. If you know what I mean. Mehrseitige Münze. Zwanziger Würfel, ja. D&D. Stimmt, D&D. Oh mein Gott, nein. Wie kann mir denn D&D nicht einfallen? Ich gucke zum x-ten Mal TBBT. Wie kann mir das jetzt nicht ein... Oh mein Gott, ja, ich brauche anscheinend doch einen Baseballschläger über meinen Kopf, damit ich instant einschlafe. Für die nächsten Tage. Alter, was rennst du so? Bleib doch mal stehen. Alter, was ist dein Problem? Komm mal her. Ich habe keine Ausdauer. Dim, didim, didim, didim. Didim, bidi, dim, bidi, dim, didim. Hallo. Na? Ich hab dir nichts zu sagen. Klar kannst du helfen. Komm nicht in die Quere. Angreifen. Du stehst mir bloß im Wege. Du Dreckst. Ärgerlich. Bin überfüllt. So, was kann ich wegwerfen? Was werde ich nicht mehr gebrauchen? Holz, Arm. Ich würde eh mal gucken. Ich habe bestimmt schon. Jo! Ah, das ist eine Raider-Rüstung, ne? Das ist doof. Die kann ich mal alles schön verkaufen. Ja, ich habe noch Holzrüstung an. Oh Gott, Hilfe. Ich bin noch keine Stufe 35. Ich bin Stufe irgendwas. Oh shit, jetzt habe ich. Ah. So, oder ich spiele Gothic auf der Switch weiter. Es gibt Gothic auf der Switch? Cool. Wusste ich nicht. Yo, okay. Das ist Schutz. 106 Schutz. Okay, das ist ein Boost. Der geht ins Nevada. Ja, Gothic habe ich bei mir tatsächlich auch noch installiert. Sollte ich auch mal weitermachen. Okay. Ist das so? Oh ja. Behalten wir uns das mal für nächste Woche im Kopf, Dennis. Vielleicht spiele ich da ein bisschen Gothic weiter. Sollte ich vielleicht auch mal weitermachen. Ich werde es mal im Kopf im Hinterkopf behalten. So, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch schnell die Quest erledigen. Vielleicht wird nächste Woche auch ein bisschen Gothic weitergespielt. Ich muss erst mal wieder in die Steuerung reinkommen. Habe ich überhaupt die Spin-App noch installiert? Ich habe keine Ahnung. Kann sein, dass ich sie gar nicht mehr habe. Ja. Das wäre doch mal mega. Ja, wie gesagt, ich behalte es für nächste Woche im Hinterkopf. Am Wochenende will ich ganz gerne Lies of P weiterspielen.
Und sonst nächste Woche mal wieder ein paar Cozy Games, wie gesagt. Fallout wird drankommen. Gothic, absolutes Lieblingsgame. All the time. Ja, glaube ich. Ja, wie gesagt, ich werde es mir... Oh Gott. Ich werde es mir im Hinterkopf behalten. Ich habe es seitdem immer noch installiert. Aber gut, das nimmt ja auch keinen Platz weg, das Spiel. Die paar Mbits, die das Spiel groß ist. So, ich würde sagen, das ist das Letzte, was ich hier noch mache. Mit dem Saboteur. Und dann weiter gucken. Holzkiste, Holzkiste. Ja, am nächsten Fallout-Stream werde ich mich auch mal dran setzen und ein paar Sachen verkaufen. Da werde ich mal gucken, wie das mit der Base-Bildung richtig funktioniert. Da werde ich mir ein paar Videos angucken. Und vielleicht mal einen geilen Spot raussuchen. Hab ich auch schon Bock. Endlich mal eine geile Base zu bauen. Meine Base ist... Es ist nicht meine Base. Geht das hier auf? Nein. Kriegen. Hunger. Komm, Mann. Das... Wie kann eine Kralle stärker sein? Ist egal. So, er ist tot. Eine Wirbelsäule. Cool. Wollte ich schon immer mal haben. Ah, okay. Gut, hier kommt man wieder raus. Ich habe gerade schon ein bisschen Angst gehabt. Kühlflüssigkeit, das ist mir egal. Ein Laser-Scharfschützengewehr könnte ich mir auch mitnehmen. Eine Minigun. Ich bin so tot, ich bin so tot. An diesem Flammenwerfer, was der hat. Easy. Geh weg. Dahinter. Ganz schnell heilen. Hilfsmittel. Wo ist es denn? Super. Mega. Ungünstig. Wieso ungünstig? Oh Gott. Oh. Sicherlich. Klaro, gehe ich da nochmal hin. Hätte ja mal eine andere Waffe gehabt. True. Sicherlich. Oh, machen wir zu. Bist du... Oh Gott. Ja, zum Glück habe ich jetzt ein bisschen Armor. Kannst du bitte sterben? Danke. Ist ja noch ein Boss. Alter, ich hasse sie, ne? Haha. Wo ist denn der Dude mit dem Raketenwerfer hin? So, du musst jetzt leider auch noch sterben, ne? Also ich... Wieso sind hier so viele? Kannst du bitte aufhören? Kannst du bitte sterben? Danke. Oh, cool. Ja, läuft doch. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ich mache ja einfach alles mit der Kralle. Völlig egal. Eine Minigun. Boah. Hundefutter, danke. Was hat der hier gedroppt? Kronkorken, Raketen, das war jetzt nicht so schwer. Ja, ja, Molotov-Cocktail. Ja. Wetter will ich haben, Minigun will ich nicht haben, Aluminiumschrott nehme ich gerne mit, eine Kryptonimine und der Rest kannst... Das nehme ich noch mit. Den Rest kannst du ganz gerne behalten. Die eigentlich nicht. So, wo finde ich denn jetzt hier dieses Versteck des Saboteurs? Das muss ja hier irgendwo im Umkreis sein. Hier vielleicht? Wie komme ich denn da rein? Hier. Oh. Geht's dir gut? Geht's? Nein? Oh, so Handschellen. Oh mein Gott. Handschellen. Ui. Wie, dafür brauche ich Level 2. Ich will diese Waffe da hinten haben. Kannst du mal die Tür aufmachen? Ey, Kollege, machst du mal die Tür auf? Hallo, Tür auf. Nein? Okay. Wir haben noch ein ungeöffnetes Skill-Paket. Öffnen wir das mal. Skillkarten. Meister Revolverheld, Leibwächter häuslich und Holzfäller. Was haben wir hier? Linkshänder zeigen der neuen Rechtschreibung der... Wow.
Aber dafür ist ja Bethesda und Fallout bekannt. Klopf doch mal an, hab ich doch schon. Aber dafür ist tatsächlich Bethesda bekannt. So. Profi-Kommandant, Profi-Einbrecher, Profi-Gewehrschütze. Ne, wir haben nur die beiden Karten bisher, ne? Mit dem, dem und dem. Ja, das und das. Einbrecher und Profi. Uns fehlt noch eine Stufe für das nächste Einbrechen. Ey, yo, was geht? Kannst du mir einen Schlüssel geben? Hallo? Machst du Tür auf? Ich will... Was auch immer, da irgendwie eine Waffe liegt, die sieht mega aus. Die gefällt mir. Okay. Was haben wir hier? Ich diene seit 25 Jahren und nun heißt es, ich bekomme mein Ruhestandspaket nicht. Sie sagen, Sie können es sich nicht mehr leisten. Da haben Sie ja Glück, dass Sie das zu entscheiden haben. Ich habe angefragt, ob ich vielleicht nach Watoga versetzt werden könnte und irgendeinen Bürojob übernehmen. Aber da gibt es keine Stellen. Die Roboter haben wohl die gesamte Sicherheit übernommen. Das ist ja ärgerlich. Wo habe ich ja Munition nochmal? Munition, da hinten. Ja, natürlich habe ich Kanonenkugeln. Oh, mein Kanonenkugeln bei mir. Ah, gut, die kosten nur ein Gewicht. Ich mag das Inventar. Also das Einzige, was mich bei diesem Spiel stört, noch ist tatsächlich das Inventar. Das stört mich wirklich, so wirklich. Was können wir noch wegwerfen? Wir haben noch das Inventar. Ja. Wir haben eine Atombombe. Let's go. Kann ich die... Wie kann ich die zünden? Ich will die Atombombe zünden, die Mini-Atombombe zünden. Aber auch eine große. Einfach eine Atombombe. So, das und das geht weg. Das wird zu schwer. Ich will diesen Mod wie bei Fallout 4 haben, wo du mit dieser Minigun die ganzen Mini-Atombomben schießen kannst. Boah, der war schon... Der ist schon geil. Habe ich den schon... Ja. Der war schon mega. Das war's da mit der Map. Na, true. Na klar, was das mit der Map. Ich werde die alle zubomben. Nein, den Witz darf ich nicht bringen. Okay, nice, danke. Alter, wie lange soll ich jetzt nach diesem Versteck suchen? Ich glaube, ich schill mich gleich mit meiner Switch ins Bett und zocke. Yo, gönn dir, Dennis. Danke, dass du da warst und ich wünsche dir dabei sehr, sehr viel Spaß. Sicherlich, geh weg. Danke, jo, kein Ding. Nee, ich habe keine Zeit. Tschüss, ich suche morgen weiter oder irgendwann später. Wir hören uns, lassen uns. Jo. Genau. Wir hören und lesen uns. Hau rein. Tüdelü. Viel Spaß. Ciao. Und danke, dass du da warst. So. Allerdings werde ich danach denn morgen weiter suchen. Ich muss schon wieder um 5 Uhr aufstehen. Das wird das hier alles nichts. Ich werde mal gucken, dass ich anfange, mir mal ein paar Videos zu geben, um... Hinter mir ist ein Camp. Ich will noch schon was nachgucken. Ich will mal gucken, wie teuer so Dings herzustellen sind. Simpacks. Ja, bla bla. Hast du irgendwo einen Kochtopf oder so? Ein Lagerfeuer? Irgendwas? Als ob du alles da drin hast. Ist ja frech. Da wollte ich einmal einbrechen bei dir, weißt du? Oh. Hier können wir was reparieren. Achso. Hi. Zurücklehnen und tief durchatmen. Das ist kein Kochtopf. Wo ist denn der Kochtopf? Wieso hat er kein Kochtopf? Ist ja frech. Naja, egal. Vielleicht hat er irgendwo einen. Ist egal. Was? Wieso triffst du mich? Okay, Leute. Kann ich die Tür zumachen? Kann ich. Ja, perfekt. Geschenke werden eingesammelt. Prolocken wird geladen. Fröhliche Subroutine. Aha. Wie kann ich eigentlich die Waffe wegstecken? Ich weiß es nicht. Ist egal. So, ich würde sagen,
oder ich sage ab hier einfach mal auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass du bis hierhin dabei warst. Wenn du meinst, du magst mich, du magst den Content, den ich mache, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, kommentierst oder ein Like da lässt. Hilft nicht nur mir, hilft auch dem Algorithmus. Der lässt uns als Community weiterhin wachsen. Wir sind mittlerweile die 102 Abonnenten. Vielen herzlichen Dank. Jetzt darf ich noch ein Special machen. Ich darf mein Special eh nochmal umschreiben. Dies, das. Gravy, wie fandest du bei mir das, dieses legendäre Special? Gudi, ich bedanke mich ganz recht herzlich. Habt noch einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Mittag oder einen wunderschönen guten Morgen. Bis zum nächsten Mal, Teddy. Tüdelü. Ciao, ciao.